willkommen hier an der Grenze zwischen Arizona und Mexiko. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist eigentlich Winter, aber hier nennt man mich Old Firehead. Das ist Dos Palmas, ein altes, verlassenes Nest, ein trostloses Dorf. Hier ist nur etwas los, wenn einmal die Woche die Kutsche aus El Paso kommt. Da kommt Geronimo, der Alcalde del Distrito. Weiter im Norden würde man so etwas Sheriff nennen. Das ist Miranda, die das einzige Hotel in diesem Nest betreibt. Dementsprechend sind auch die Preise und die Zimmer. Wenn Sie sich mir anvertrauen, wird es Ihnen an nichts fehlen.
Ich bin nämlich der Alcalde del Distrito. Sozusagen die Autoritätsperson dieses Ortes. Ey, Geronimo! Ein Gast. Oh, Senor. Senorita. Oh, Senor. Es ist für uns eine große Ehre, Gäste zu haben, aber... Aber? Senora Miranda meint, dass wir nur Caballeros im Maison de Madrid aufnehmen. Und, das bedeutet? Könnt ihr auf Pagade bezahlen. Es kostet $10 pro Tag. 10 pro Tag? Das sind ja wirklich Preise wie Maison de Madrid. Ja. Ich denke schon, dass es ausreicht. Dann bekomme ich $50. 50? Si, Senor. Im Voraus. Dafür könnt ihr 5 Tage in Doña Mirandas exzellentem Hotel wohnen. Wenn ihr wollt. Muchas gracias, Señor. Und bedenkt, dass in diesem Preis Doña Mirandas exzellente Mahlzeiten eingeschlossen sind. Geronimo? Ich werde euch jetzt etwas zu essen machen. Tragt euch inzwischen in unser Gästebuch ein. Bitte, Senor. Darf man fragen, wo ihr herkommt? Warum nicht? Omos ist Sierra de los Membros. Zu Fuß? Natürlich nicht. Die Maricopas haben mich verfolgt und dabei habe ich mein Pferd verloren. Die Maricopas? Aber die waren doch bisher immer friedlich. Das habe ich auch gedacht. So, ich hoffe, dass das ausreicht. Sehr gut. Sehr gut, Senor. Ja, geschrieben habe ich es aber andersrum. Oh. Vielleicht haben sich die Maricopas ja über Mr. LeFleur geärgert, weil er ihnen die Waffen nicht mehr liefern kann. Was für Waffen? Na, Mr. LeFleur hat sie ihnen versprochen, weil die Maricopas ihnen das Gebiet für das Bergwerk verkauft haben. Aber die Maricopas... Halt den Mund, Geronimo! Ach, er redet immer zu viel. Ich befürchte, eines Tages wird er noch daran sterben. Hier ist euer Essen, Senior. Ich wünsche gut zu speisen. Gracias. Was? Was ist das? Ist das möglich? Habt ihr denn noch keine Schokolade gegessen? Schokolade? Ja, die habe ich schon oft gegessen. Nun ja, das ist welche. Das? Das ist Schokolade. Das hätte ich aber jetzt nicht gedacht. Ja, nicht wahr? Meine Schokolade ist weltberühmt und so vortrefflich wie dieses Essen. Wird alles dann sein. Ach ja? Und was gibt's zum Frühstück? Eine Tasse meiner unübertrefflichen Schokolade. Und zum Mittagessen sicherlich auch. Ihr habt es erraten, Senior. Hoffentlich überlebe ich das. Donna Miranda, ich weiß eure edlen Kochkünste zu schätzen, aber jetzt würde ich euch bitten, mir das Zimmer zu zeigen. Ich bin sehr müde. Geronimo? Ihr werdet das beste Zimmer im ganzen Haus bekommen. Wie die Schokolade. Na bitte, Senor. Caramba. Der Häuptling der Maricopas. Der Häuptling der Maricopas grüßt seine Krieger. Er freut sich, sie wiederzusehen. Die Maricopas wissen, dass wir dem Reichgesicht an den Abbau des Metalls, das sie Quecksilber nennen, nur gestattet haben, wenn Sie uns dafür Waffen liefern. Wir haben uns hier versammelt, um zu Ihnen zu reiten. Und um Sie an dieses Versprechen zu erinnern. Winnetou! Winnetou,
Die Häuptlinge der Maricopas freuen sich, den Häuptling der Apachen in ihrer Mitte zu sehen. Was führt unseren roten Bruder hierher? Winnetou grüßt die Krieger der Maricopas und besonders Bete, ihren Häuptling. Winnetou ist auf dem Wege nach Dos Palmas. Dort will er Old Fire entdecken. Gibt es einen besonderen Grund, dass sich die Krieger der Maricopas heute hier versammelt haben? Ja. Bleichgesicht haben. Wir binden in dem Gebiet der Maricopas das Metall, das sie Quecksilber nennen. Und die Maricopas haben ihnen das erlaubt, wenn sie uns dafür Waffen und Munition geben. Doch die Bleichgesichter haben sich nicht an dieses Versprechen gehalten. Und darum werden wir hier zu ihnen reiten und ihnen erklären, dass die Maricopas es gewohnt sind, Versprechen zu halten. Winnetou schätzt Pete als einen klugen und tapferen Häuptling. Er hofft, dass er nicht zu unbesonnen handelt und dadurch den Zorn Manitus auf sich zieht. Winnetou ist häufig anderer Meinung über Probleme und auch über die Art, sie zu lösen. Doch noch sind wir beide Häuptlinge unserer Stämme. Will Winnetou mit uns reiten? Nein, wir müssen noch zu den Mimbreno Apachen. Aber dann werde ich euch folgen. Wir werden jetzt nach Dos Palmas reiten, um mit den Weichgesichtern zu sprechen. Meine Krieger mögen mir folgen! Gesicht weiß,
dass die Maricopas den weißen Männern den Abbau des Metalls, dass sie Quecksilber nennen, nur gestattet haben, wenn sie uns dafür Waffen liefern. Ja, das ist richtig. Aber wir haben keine Waffen. Halt! Habt noch etwas Geduld. Gleich wird der Floh mit dem Zug kommen. Er wird die Waffen mitbringen. Die Maricopas werden die Ankunft des Zuges erwarten, aber das kann noch eine Zeit lang dauern. Die Maricopas haben Zeit. Lasst euch nicht einschüchtern, Jungs. Miranda, bring uns endlich den Brandy. Geronimo! Und wenn LeFlore nun keine Waffen mitbringt? Dann sitzen wir in der Patsche. Das Trommel macht mich noch ganz wahnsinnig. Genau das wollen sie doch erreichen. Der Zug! Der Zug kommt. Heute die geplante Menge hier? Nee. Wieder nur 4 Behälter. Ach, das ist zum Verzweifeln! Die Maricopas warten auf die Waffen, die uns versprochen habt. Es hat Schwierigkeiten. Schwierigkeiten! Ich glaube, die Leuchtgesichter nehmen die Verträge mit den Maricopas nicht besonders ernst. Oder hat uns LeFlore sonst noch etwas zu sagen? Ja, ja, bitte. Ich verspreche dir, dass dieses Quecksilberentzug ausschließlich für eure Waffen bestimmt ist. Sie werden mit dem nächsten Zug kommen. Die Maricopas werden die Ankunft des Zuges erwarten. Bis dahin werdet ihr unsere Gefangenen sein. Aber das ist nicht möglich. Wir müssen dringend ins Bergwerk. Ihr werdet nicht gefesselt. Nein. Ihr werdet frei herumlaufen können. Doch ihr werdet keinen Schritt tun können, ohne dass die Maricopas euch beobachten. Kommt! Seht ihr, Jungs, so schnell kann das kommen. Da sitzen wir alle zusammen in der Patsche. Ich werde jetzt nach Yuma telegrafieren. Vielleicht geschieht ja noch ein Wunder und irgendjemand schenkt uns was. Hey, wer ist denn das? Das ist Miss Annie von der benachbarten Mission. Buenos dias, Señorita. Guten Tag, Geronimo. Miss Amy, ich hatte euch heute noch gar nicht erwartet. Ihr wart doch erst letzte Woche hier. Schon richtig, Doña Miranda. Ich erwarte ziemlich viel Besuch. Und dann komme ich mit dem Einkauf von letzter Woche nicht hin. Besuch?
Hier, in dieser trostlosen Gegend. Ja, ein Trek aus Deutschland. Und dabei ist sogar eine Familie aus dem Dorf, in dem wir damals wohnten. Das muss natürlich gefeiert werden. Hast du das gehört? Hab ich. Das könnte die Rettung sein, Wolf. Wir müssten nur wissen, wo dieser Trek herkommt. Wenn wir nett zu dem sind, wird es uns vielleicht verraten. Scheint aber eine Menge einzukaufen. Je mehr sie einkauft, umso größer wird der Dreck sein. Hey, kann meiner tragen helfen? Aber selbstverständlich. Jungs, nicht wahr? Ach, Miss. Ja, bitte? Ihr habt uns doch da eben von einem Trek erzählt. Ja, das sind Bekannte von mir, aus Deutschland. Und, wo ist dieser Trek jetzt? Ich wüsste nicht, was euch das angeht. So unhöflich? Wo doch meine Jungs so nett zu euch sind. Wenn ihr hier in der Gegend wohnt, werdet ihr wissen, dass man die Fahrtrouten eines Treks nicht verrät. Es sind schon zu viele überfallen worden. Tja, das ist wahr. Aber auf der anderen Seite könnte man... Vielen Dank auch. Hey, Miss! Wenn ihr es mir nicht freiwillig verraten wollt, dann werde ich euch leider dazu zwingen. Das werdet ihr leider nicht tun. Warum? Weil ich es so will. Miss, ihr könnt Schnapp den euch. Und Fireheld! Du bist doch nicht etwa in Schwierigkeiten. Wie kommst du denn da? Ich wollte mich gerade mit diesen netten Jungs mal etwas unterhalten. Abschalten. Ich denke, du hast wohl nichts dagegen, wenn ich mich an dieser Unterhaltung etwas beteilige. Im Gegenteil. Auf geht's! Ja! Das war's? Denke ich. Sag mal, was ist eigentlich dein Pferd? Ach, verloren. Aber das ist eine andere Geschichte. Nimm doch das. Mein Pferd.
Wie kommst du dazu? Haben wir von dem Mariko was gehört? Also schau mal, der steht noch. Ich denke, die 50 Dollar, die ich euch gegeben habe, die reichen doch. So long. Adios, muchachos. Verflucht. So ein Halunke. Aber ein Caballero. Shut up. Los und die Pferde. Heute scheint sich tatsächlich alles gegen uns verschworen zu haben. Habe jetzt nur die Hoffnung, dass es wenigstens mit den Auswanderern klappt. Wäre schön, wenn wir wüssten, wo die sind. Na, ihr werdet sie suchen. Sie können nur über Silver City kommen. Reitet hin und versucht, sie zu finden. Und wagt es ja nicht, mit leeren Händen zurückzukommen. So long. Ich teile Ihre Ansicht, Mr. Hofer. Hello, Gentlemen! Machen wir hier eine Rast? So ist es ja richtig. Oh, Grissom, please. Oh, wonderful! It's beautiful forever. Schöne Gegend hier. Ob ich hier kann finden alte indianische Gräber, bin Archäologe, wie ihr wisst. Ihr könnt euch ja gleich mal umsehen. Indianer gibt es hier jedenfalls genug. Die Maricopa, soweit ich weiß. Gute Idee. Werde mich aber vorher machen frisch. Werde, wie sagt man in Germany, eine Brausebad nehmen. Grissom, die Dusche bitte. Sehr wohl, Sir. Wir können beginnen. Keine Bewegung. Hände hoch. Okay, Boys.
unser Bergwerk wird bald wieder florieren. Oh, Gentlemen, höre gerade Bergwerk. It's very interesting. Bin Archäologe, müsst ihr wissen. Suche alte indianische Gräber. Könnt ihr sicher sagen, ob ich hier welche finden kann? Gräber kann ich euch genug zeigen. Ob man da allerdings alte Indianer findet, bezweifle ich. Los, bringt sie weg, wir wollen keine... Die Zeit würde ich mir aber doch schon nehmen. Hello, Mr. Firehand, Mr. Winnetou, hello! Sir David Lindsay? Abschnallen! So. Und das Spielchen, das jetzt kommt, das kennen wir ja bereits. Alles klar? Los geht's! Verflucht! Haut ab! Gegen Winnetou und Lord Firehand haben wir keine Chance! How do you do, Mr. Winnetou? Mr. Firehand, how do you do? Sir David, hoffentlich geht's euch genauso gut wie uns. Ah, these Rascals! Also, habe gar keinen Begriff, was sie von mir wollten. Gesundheit. Die Maricopa-Indianer haben das Kriegsbeil ausgegraben. Diese Leute, die euch eben überfallen haben, schulden ihnen Waffen. Und die können sie nur bekommen, wenn sie genügend Quecksilber aus ihrem Bergwerk herausholen. Sie meinen, sie wollten uns also... als Arbeiter für ihr Bergwerk haben, ja. Je länger sie die Maricopas hinhalten, umso rücksichtsloser werden sie gegen alle Weißen vorgehen. Wir wollten sowieso in einer Mission hier ganz in der Nähe rasten. Es kann sich nur um die Mission am blauen Wasser handeln. Ich werde sie dorthin bringen. Winnetou wird den Banditen nachreiten. Wenn ich etwas Neues erfahre, werde ich euch informieren. Wir treffen uns an der Admission. Okay. Alles klar, Leute? Na dann vorwärts! Miranda! Sieh dir das an! Juden und die anderen ohne Pferde! Sag gleich noch Bescheid! Das muss er sehen! Aber pass auf, dass du schnell genug aus seiner Reichweite kommst! Newton und Barclay! Und ohne Pferde! Haben euch die Gäule abgeworfen? Was ist passiert? Es ist das schiefgelaufen. Winnetou und Old Firehand sind uns wieder dazwischen gekommen. Ich nehme an, Sie werden die Siedler jetzt zur Mission begleiten. Da haben wir keine Chance mehr. Die Maricopas! Die Maricopas! Jetzt sind wir verloren! Nein. Die Maricopas können unsere Rettung sein. Hat das Leichtgesicht die Waffen? Nein.
Du weißt doch, dass wir sie frühestens in einer Woche hier haben. Wenn ihr genügend Quecksilber liefern könnt. Genau das ist das Problem. Ihr habt einen Trick überfallen. Ja. Aber es ist uns nicht gelungen, die Weißen, die bei dem Trick waren, zu überwältigen. Was interessiert das, die Maricopas? Vielleicht eine Menge. Gut. Ihr werdet uns töten, wenn wir euch die Waffen nicht liefern. Nur, Waffen habt ihr davon immer noch nicht. Nein, bitte. Es gibt nur einen Weg, um an die Waffen zu kommen. Und welchen? Was schlägst du vor? Die Siedler, die bei dem Dreck waren, befinden sich jetzt in der Mission am Blauen Wasser. Und die ist für uns nicht zu erobern. Und du meinst die Maricopa? Genau. Und wenn ihr erfolgreich seid, haben wir neue Arbeitskräfte, ich kann genügend Quecksilber fördern und die Waffen bezahlen. Gut. Ich bin einverstanden. PT wird jetzt mit seinen Kriegern den Plan zum Angriff beraten. Kommt! One, two, three. One, 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 two, three. One, 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 two, three, four, five, six, seven. Oh, Miss Elmi, nach diesem Map müssen hier viele indianische Gräber liegen. Ich werde sie suchen, werde sie finden, Indien ausgraben und mitnehmen nach Old England. Sie hat recht, Wir können hier einen Angriff der Maricopas nicht ausschließen. Pappalapap, Mr. Firehand, bin, wie sagt man in Germany, eine Pilzgluck. Oh, no. Bin eine Glückspilz. Habe schon viele Länder bereist, viele Abenteuer bestanden, aber noch nie hat jemand Sir David eine Haar gekrümmt. Well, Sir, werde ganz in die Nähe bleiben. Come on, Grissom. One, 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 two, three. One, 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 two, three, four, five, six, seven. One, one, three, one, one, one. Weil wir wissen, dass wir mit einem Angriff treffen, wir müssen nach, solange man findet und die Fahnen sich einigen kann. Sir David hat uns mit seiner Rotten wieder früh in Bewegung gebracht. Komm, das Frühstück ist fertig. Mr. Feierabend, bitte, du kommst zurück. Da ist nichts Neues. Wir müssen mit einem Überfall rechnen. Ach, diese Banditen, die können uns doch nicht gefährlich werden. Die nicht? Aber die haben sich jetzt mit PT und den Maricopas verbündet. Und die wollen die Mission überfallen. Die Maricopas? Ja, sie sind gleich hinter mir. Wir müssen uns beeilen. Okay, die Maricopas werden glauben, dass wir ahnungslos sind. Und das ist unsere Chance. Lass die Maricopas so nahe wie möglich herankommen. Erst auf mein Kommando wird geschossen. Und achtet darauf, dass keiner die Mauern überklettert. Wenn ihnen das gelingt, sind wir verloren. In Ordnung. Dann dürfte alles klar sein. Sir David und sein Diener sind noch draußen. Die hätten wir ja beide fast vergessen. Sir David! Sir David! Mr. Firehand! Ich habe soeben eine wunderschöne Grab von Adindien gefunden. Einfach wundervoll. Wir gerade beginnen, Adindien auszugraben. Da höre ich solche Lärm. Sir David, die Maricopas greifen an. Ja, okay, okay. Aber wir werden doch wohl noch einen Moment warten können, bis Sir David hat Adindien ausgegraben. Das werden sie leider nicht tun. Kommt jetzt rein. Thank you.
lässt sich nicht ungestraft bei seiner Arbeit stören. Sir, Christen, haben Sie sich verletzt? What? Sir, hier! Okay, Leute, ich glaube nicht, dass Sie so schnell noch einmal angreifen werden. In der Zwischenzeit sollten wir Sir David und Grissom und seinen schweren Verletzungen ins Bett bringen, oder? Und wir selbst. Wir haben auch eine Pause verdient. Kommt! Warum hat das Bleichgesicht uns nicht gesagt, dass sich Old Firehand und Winnetou in der Mission befinden? Habe ich das nicht gesagt? Newton, das habe ich doch gesagt. Well, was hat er gesagt? Das Bleichgesicht spricht mit gespaltener Zunge. Die Maricopas werden die Mission nicht noch einmal angreifen. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, sie in unsere Hände zu bekommen. Ich wüsste da schon was. Halt's Maul. Nein. Lass sie reden. In dieser verfahrenen Situation kann es doch nicht schaden. Man sollte es mit einer List versuchen. List ist gut. List ist sehr gut. Halt's Maul. Aber wie? Die Leute in der Mission rechnen sicher wieder mit einem Angriff der Maricopas. Richtig. Ich meine, die Indianer müssen die Leute in der Mission ablenken. Sie müssen glauben, die Indianer wollen die Mission wieder überfallen. Es muss ihnen gelingen, Winnetou und Old Firehand sozusagen als Spuren daraus zu locken. Und dann schicken wir einen von uns zur Mission. Der mehr schafft als alle Indianer zusammen. Ja. Er gibt sich als Trapper aus, der sich verirrt hat. Und am Ende seiner Kräfte ist. Man wird ihm sicher Essen und Trinken nicht verweigern. Wenn dann das Tor geöffnet wird, taumelt er den Helfern in die Arme und in diesem Moment stürzt ihr herein. Und alles andere ist ein Kinderspiel. Exzellent. Miranda, exzellent. PT, du hast gehört, worum es geht. Wir werden den Überfall selbst ausführen. Aber es wäre für uns und auch für euch von Vorteil, wenn uns Old Shatterhand und Winnetou nicht wieder in die Quere kämen. Was meinst du dazu? Gut. PT ist bereit, den Bleichgesichtern noch einmal zu helfen. Doch morgen. Morgen ist der Tag, an dem die Maricopas ihre Waffen bekommen sollen. Und Sie sind nicht bereit, noch länger zu warten. Kommt! Los, holen wir die Pferde. Das ist unsere letzte Chance. Thank you.
Frau Hofer? Schon so früh bei der Arbeit? Was bleibt mir denn anderes übrig? Mama! Guck mal! Indiana! Ach, geht das schon wieder los? Wir müssen Winnetou und Feuerhin informieren. Mr. Winnetou! Indiana! Indiana! One, two, three! One! Wo wollt ihr denn schon wieder hin, Sir David? Oh, Miss Elmy, werde dort weiterbleiben, wo ich gestern aufgehört habe. Aber die Maricopas sind in der Nähe. Es ist zu gefährlich. Pack, Nonsens. Die Indianer werden sich nicht wagen, Sir David ein zweites Mal anzugreifen. Ich denke, sie haben die Nase voll von yesterday. Come on, listen. One, two, three, four. Seid ihr sicher, dass es die Maricopas waren? Ja, wir alle haben sie gesehen. Ob sie einen neuen Angriff vorbereiten? Wir müssen es herausfinden. Old Fireend mag im Klang des Niedelkrieg reiten. Ich selbst werde den Weg über das Kappa Valley nehmen. In Ordnung. Leute, wir wissen nicht, wie sich die Situation entwickelt, wenn wir weg sind. Zwei Dinge sind wichtig für euch. Haltet das Tor geschlossen, damit euch niemand überraschen kann. Und stellt immer eine Wache auf. In Ordnung. Ich werde dafür sorgen. In Ordnung. Reiten wir! Geht in die Mission, Leute, und verschließt das Tor. Ich werde die erste Wache übernehmen. Hilfe! Hilfe! Hey Mann, was ist los mit euch? Seid ihr verwundet? Wasser! Einen Moment, ich helfe euch. Thank you.
Yamataka sterben. PT, die Krieger der Maricopas sind verblendet. Sie wenden sich gegen ihre Brüder, mit denen sie stark und mächtig wären, und verbünden sich mit Bleichgesichter, die ihnen Tod und Verderben bringen. Winnetou hat gegen die Maricopas gekämpft. Und jetzt, jammert er wie ein kleines Kind. Noch heute wird er durch die Hand PT sterben. Gut, dann werde ich sterben. Aber nicht ohne dich mit in die ewigen Jagdgründe zu nehmen. PT! Stopp! Noch eine einzige Bewegung und ihr werdet alle sterben. Und Feuerwind. Ja! Bitte, warum hast du Winnetou gefangen genommen? Wir haben einen Vertrag mit den Bleichgesichtern in der Stolz. Und ihr wollt ihn verhindern. Was für ein Vertrag? Wir haben den Bleichgesichtern das Gebiet für die Quecksilbermine überlassen. Und dafür haben sie uns Waffen versprochen. Ja, und erkauft werden sollten diese Waffen mit dem Blut unschuldiger Menschen. Ihr habt die Mission überfallen, obwohl ihr wusstet, dass dort nur friedliche Sieger wohnen. Wenn Winnetou dort Chatterin und dort Feierabend nicht gewesen wären, wären die Sieger schon längst im Bergwerk. Dort werden sie sicher auch jetzt sein. Während die Maricopas Winnetou und dort Feierabend abgelenkt hatten, haben die Bleichgesichter die Mission erneut überfallen. Das war also der Sinn des Ablenkungsmanövers, PT. Ihr seid zwar in der Überzahl, aber du weißt, dass keiner meiner Kugeln daneben trifft. Und ich verspreche dir eins. Wenn einer der weißen Siedler getötet wird, werden die alle sterben. Aber was sollten wir tun? Mit uns zusammen gegen die Weißen kämpfen. Wir haben einen Vertrag. Es geht hier um Menschenleben. Aber man kann doch einen Vertrag nicht brechen. Doch, wenn es das Gottesurteil sagt, ist PT bereit, sich einem Gottesurteil zu unterwerfen. Ja. Man soll einen Zweikampf zwischen Winnetou und PT entscheiden. Siegt PT, so mag er den Vertrag einhalten mit diesen Bleichgesichtern. Siegt aber Winnetou, so muss sich PT seine Entscheidung fügen und das Leben der Siedler retten. Ich bin einverstanden. Der Kampf möge beginnen! Ich muss es versuchen. PT mag mit dort Freiheit nach Dos Palmas reiten. Wir müssen so schnell wie möglich die Bleichgesichter unschädlich machen und die weißen Siedler retten. Wir treffen uns am Eingang zum Tag.
Momentito, was heißt hier Momentito? Leflore wird gleich hier sein. Sie werden Hunger auf meine köstliche Bohnensuppe haben. Oder meinst du, ich soll ihn zur Feier des Tages lieber meine Schokolata-Exzellente bereiten? Mach, was du willst. Aber beeil dich. Da sind sie schon. Miranda, Whisky für alle. Geronimo. Na? Hat alles geklappt? Alles. Wer ist das denn? So ein komischer englischer Lord mit seinem Diener. Scheint eine Menge zu wissen. Und was machen wir mit dem? Aufhängen. Aufhängen. Ja, klar. Okay. Hängt ihn auf. Leflore, warum hat er eigentlich einen Diener bei sich? Wenn der ihm immer treu zur Seite steht, dann kann er ihm doch auch sicher diesen letzten Dienst erweisen. Gute Idee. Du hast es gehört. Häng ihn auf. Hier, nimm! Grissom, Sie haben gehört, was er gesagt hat. Tun Sie Ihre Pflicht. Sehr wohl, Sir. Stell ihn auf den Stuhl da. Der das geschafft hat, werden wir hier noch alt und grau. Komm her! Ich helfe dir. Gentlemen, werde nun, wie sagt man hier bei Ihnen, in die ewigen Jagdgründe eingehen. Hoffe nur, man wird sich erinnern in Old England an die großen archäologischen Ausgrabungen von Sir David Lindsay. Und man wird ihm ein Denkmal errichten. Goodbye, Gentlemen. God save Mary, Old England. God save the Queen. Hooray! 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 Mir kommen gleich die Tränen. Jetzt reicht's. Ich zähle jetzt bis drei, dann ziehst du den Stuhl da weg. Tun Sie, was er sagt, Grissom! Eins. Zwei, drei! Oh, die Zoreskis wollen mich, Sir David, hängen wie eine gewöhnliche Pferdedieb. Oh, ich bin fuchsteufelswild. Ich bin rasend. Und Freiheit und die Maricopa. Los, alles in Deckung! Der Freund von Abenteuer. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Werde jetzt gehen und meine Ausgrabungen beenden. Ergebt euch, Leflore! Jetzt!
Habe ich euch schon mal im Stich gelassen?
Ich werde jetzt hinaufklettern. Je ruhiger ihr euch verhaltet, umso besser für uns alle. Aber Winnetou und Feuerhand sind noch im Bergwerk. Wenn sie dich sehen, haben wir gar keine Chance mehr. Ich werde mir das Mädchen aus der Mission schnappen. Wenn ich die dabei habe, werden sie sich hüten, mich anzugreifen. Das Schwein legt uns rein. Aber das ist unsere letzte Chance. Wenn ich umkomme, soll er wenigstens auch draufgehen. Halt's Maul! Ich halte mein Maul nicht. Ich will hier raus! Ich will hier raus! Da! Wie vor! Mit dem weißen Mädchen aus der Mission! Ja! Er ist abgehauen, euer LeFlore! Und uns habt ihr hier einfach im Stich gelassen! Winnetou! Und Feierabend! LeFlore ist geflohen! Mit dem weißen Mädchen aus der Mission! Dort! Dort hinauf ist er gegangen! Ich werde ihm folgen! Das ist zu gefährlich! Ich muss es versuchen! Leute hier? In wenigen Augenblicken wird sie eine Dynamitladung zünden. Und alles wird in die Luft fliegen. Alles! Und keiner hier wird dieses Bergwerk eben verlassen. 5, 8, 7, Feuerland! Das Dynamit springt! Eigentlich müssten wir uns dort mal wiedersehen lassen. Eigentlich hast du recht. Reiten wir? Reiten wir!